Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. So, herzlich willkommen zum nächsten Teil. Die Signatures habe ich jetzt noch etwas erweitert. Hier, diese beiden sind schon zugeschnitten. Und den wollte ich euch gerne zeigen, wie ich das mache, dass es am einfachsten geht. Ich will jetzt eigentlich nur unten schneiden. Das heißt, es sind verschieden lange Papiere drin. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Man muss es also immer wieder aufstupfen. Und dann gehe ich auch schon mal mit dem Lineal noch mal in die Mitte. Ja, wir haben es gleich. Ja, müsste klappen. Okay. Ja, so pingelig wollen wir nicht sein, ne? Nicht päpstlicher als der Papst, aber es soll ja schon ein bisschen ordentlich aussehen, ne? Man kann immer ganz gut mit solchen Klammern arbeiten. Ich habe ein extra Schneidebrett oder Schneideunterlage. Da lege ich es also möglichst gerade an, dass ich da zusätzlich nochmal so einen kleinen, so einen kleinen Halt habe, wo ich hin muss. Ich habe jetzt ein ganz scharfes neues Skalpell. Da muss man sich etwas konzentrieren, wenn es geht. Ja, da haben wir es, glaube ich, jetzt. Ja. Ist schön gerade eigentlich, kann man nicht meckern. Wir richten uns an dieser Kante aus. Ich habe auch noch einiges genäht, wie ihr seht hier außen. Wartet mal, aber ich schneide das erst und dann zeige ich euch, wie ich es weitermache. Also jeder hat da seine eigene Methode und seine eigene Art und Weise. So, das kann man schon mal weggeben. Das müsst ihr nicht machen, nur wo habe ich den jetzt geschnitten? Halt, ich habe falsch, ich wunderte mich jetzt gerade schon. Ach, wisst ihr warum? Ich habe die Brille nicht auf. Ich muss hier schneiden. Ich wunderte mich schon. Ich wollte gerade sagen, das ist aber wenig. Klar, ich habe mir die falsche Kante genommen. Aber noch habe ich es gemerkt, da haben wir es. Da haben wir das Richtige. Ne? Ich habe es noch bemerkt. Kein Problem, kein Thema. Es ist jetzt Samstagabend, schon Mitternacht eigentlich, kurz vor Mitternacht. Den stecke ich da wieder rein und den tue ich auch weiter weg, damit ich mich nicht schneide, weil die ist wirklich, wirklich, wirklich. Also das ist, wartet mal ganz kurz in der Reihenfolge. Ja, ich brauche die Klammern hinterher nochmal, aber ich muss es jetzt nochmal auseinandernehmen. Und zwar können wir das weglegen. Guck mal hier. Und zwar möchte ich das jetzt so hinlegen. Einen Moment. Das sind jetzt die ersten Vorbereitungen fürs Nähen. Also ich habe jetzt hier, ich möchte das oben bündig haben. Und ich möchte es unten bündig haben jeweils. Ich habe festgestellt, für mich jetzt, dass das am besten funktioniert, wenn ich das so ungefähr mache. Dann seht ihr auch noch mal jetzt bei dieser, ich mache das nur bei diesem einen, damit ihr seht, wie ich es mache. Ach so, warte, muss ich aufpassen, ich rede und schwatze wieder. Jetzt kommt wieder oben. Ja. Kommt wieder ein großes. Ich habe auch noch so kleine Buchseiten unten. Ich habe dieses dünne Papierchen. Dieses Ribbelpapier, das hört sich gut an. Das Genähte. Wenn solche Sachen sind, die können wir auch hinterher noch flicken mit ein bisschen Washi oder selbstgemachten Tesafilm. Hier ist noch ein Vellumpaperchen reingekommen. Sind noch ein, zwei zusätzliche Papiere da reingekommen. Und wartet mal,
Ich muss mich so ein bisschen konzentrieren, weil ich wollte es auf keinen Fall hinter krumm und schief haben. So, das würde dann für mich die Mitte bedeuten. Ich halte das jetzt fest und klappe es zu. Werde jetzt wieder so und stupfe alles so zurecht. So, jetzt brauchen wir die Klammern wieder. Einmal hier und einmal hier. Das ist so rum, muss ich hinlegen, und so rum müssen wir hinterher die Löcher reinmachen. Ne? Das ist jetzt genau vorbereitet, um die Löcher zu machen, und ja, wollte euch das nur zeigen. Das kann ich jetzt mit diesen nächsten genauso machen. Also das heißt, nochmal aufmachen, die Sachen in der richtigen Höhe hinlegen. Ich mache das eigentlich immer so, wie ich es euch jetzt, aber das ist Geschmackssache. Einige denken sich da gar nichts dabei und schmeißen das links rum und rechts rum rein und gerade und krumm und schief. Kann man machen, wie man möchte. Also da gibt es keine Regeln, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich würde vorschlagen, ihr macht es so, wie es sich für euch am besten anfühlt. Wollen wir es mal so sagen, ne? Für mich fühlt es sich immer gut an, wenn ich eine Gleichmäßigkeit in dieser ganzen Unruhe habe. Aber wie gesagt, muss man eben gucken, bin ich da richtig? Nein, der gehört nämlich nach oben. Wollte es gerade sagen, da stimmt doch was nicht. Aber das ist halt Geschmackssache. Ne? Da kann man gar keinem... Es werden auch viele anders arbeiten, als ich es mache. Ich habe das ja auch schon bei anderen gesehen. Die machen es ganz anders. Meines Erachtens gibt es da, wir sind ja keine Buchbinder, sondern wir sind ja Junk Journaler oder was auch immer, Art Journal, wie auch immer ihr das nennen wollt. Da kommt das, glaube ich, jetzt nach oben, ne? Habe ich richtig gelesen? Ja, ja. Ist ein bisschen schwierig, wenn die Großen da reinkommen, dann vergisst man das ja lauter. Ah ja, nee, da habe ich schon einen Denkfehler drin, das sehe ich jetzt gerade. Genau, da war der Denkfehler. Jetzt kommt erst das Papier rein. Genau, ich hatte das umgeändert. Muss ich nur eben dran denken, dass ich das jetzt überall richtig mache. Da ist dieses kleine Vellum. Da ist das von mir. Also ich habe diesmal nur die Papiere aus Zeitungen, Büchern und selbstgemachtes Papier. Habt ihr ja vielleicht gesehen. Da ist das jetzt unten in dem Fall. Okay, halt es nochmal fest. Klappe es zu, nehme mir nochmal das Lineal, das mache ich eigentlich immer, ist kein Muss, ihr könnt das machen, wie es euch am besten von der Hand geht. Wie gesagt, es gibt kein richtig und kein falsch, das muss jeder für sich rausfinden, wie er es am besten handeln kann. Für mich ist es immer praktisch, wenn ich es so mache, wie ich es jetzt hier euch gezeigt habe. So, das ist die mittlere. Die andere, die kann ich jetzt ohne euch machen, mache ich noch, bevor ich zu Bett gehe, und dann geht es bei nächster Gelegenheit mit dem Büchlein weiter. Gute Nacht erstmal. So, da bin ich wieder. Sonntagmorgen inzwischen. Mein Gott, habe ich gestern lange hier am Tisch noch gesessen. Och, das ist ja schrecklich. Ich war so müde. Und ich musste das fertig machen. Das ist, kennt ihr das auch? Man kann es da nicht aus der Hand legen, ne? Ich habe die deswegen hier liegen, weil Angelika, ich sage jetzt nur noch die Vornamen, ja, so aufmerksam war und mir die geschickt hat. Die habe ich schon bestimmt, ich weiß nicht, 10 Jahre oder noch länger nicht gehabt. 8 und 10 Jahre. Freue ich mich, die mache ich nämlich sehr gerne. Und die gab es bei uns nur in so einem Bioladen. Woanders habe ich die nie gefunden und da komme ich einfach nie mehr hin nach Gütersloh. Ne? Ja, und möchte mich ganz herzlich bedanken. Die hat mir wunderbare selbstgestrickte Wollsocken geschickt. Ja, jetzt habe ich wieder genug für die nächste Zeit. Dankeschön, Dankeschön. Ihr wart wirklich sehr freundlich. Ich habe auch bis jetzt tatsächlich nirgendwo, außer im Internet, hatte ich mir selber 2 Paar, meine sind alle kaputt. Wisst ihr, ich hatte so viele handgestrickte Socken, aber irgendwann sind sie auf, ne? Ist klar.
So, ich habe meine Pläne umgeschickt. Wisst ihr, der ganze Tisch liegt jetzt voll. Und wenn ich jetzt, eigentlich wollte ich heute die Mittmanns Mini Mission Inspiration machen. Aber dann hätte ich wieder alles weg und zusammen und jetzt mache ich erst das fertig. Ne? Also ich habe das schön zugeschnitten, so gut ich es konnte. Also da hängt noch so ein bisschen so ein Fädchen dran. Und werde jetzt einnähen. Ich habe mir hier einen Plan gemacht. Hier liegen schon die ganzen Sachen, die ich rausgesucht habe. Ich habe mir einen Plan gemacht. Ein Stecherplan, sage ich immer dazu. Stecherplan, geht, wisst ihr Bescheid. Ja, also das ist wichtig, dass man da möglichst korrekt arbeitet. Also das... das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man da ordentlich arbeitet. So. Ja, das ist jetzt die reine Fleißarbeit natürlich. Man muss jetzt halt überall einstechen. Ich steche gleich noch mal kurz durch. Ich habe eine ziemlich dicke Aale. Ich habe die auch jetzt schon öfter woanders gesehen. Die haben so dünnere. Die sind nicht schlecht. Die sind ein bisschen länger teilweise, aber es gibt anscheinend sehr viele verschiedene Arten. Ich wollte eine 5-Loch-Bindung machen oder mit 5 Löchern nähen, weil ich habe so viele... Siehst du, Petra? Take you in 8. So. Gucken, ob die Löcher noch passen. Das passiert zu schnell. Das passiert zu schnell, dass man dran rumdreht, wie so eine Blöde. Millimeter spielt keine Rolle, aber es ist nicht schön, wenn es aus dem Ruder läuft. Ne? Dafür macht man sich die Mühe ja nicht. Ja, also ich habe ja jetzt innen den Stoff und außen ist noch kein Stoff. Der Stoff außen kommt nach dem Nähen drüber und dann sieht man die Fäden nicht. Das mache ich ganz gerne so. So, seht ihr, vorgestochen ist es. Jetzt müssen wir nochmal durchstechen. Dafür werde ich das jetzt mal so in die Hand nehmen und mal so ein bisschen... Ja, ich habe sehr viel dicke Pappe. Ich habe sehr viel dicke Pappe. Muss sehen, dass ich da ordentlich durchbohre. Ich hoffe, ich bin in der Kamera. Ich bemühe mich, das gut zu zeigen. Ja, ich habe festgestellt, es machen kaum welche mit. Ist aber auch nicht schlimm. Muss ja nicht jedes Mal so massenmäßige Bewegungen sein. Ich denke auch, vielleicht, falls es jemand... noch nachmachen möchte oder nacharbeiten möchte oder nur Ideen teilweise benutzen möchte, das bleibt ja im Internet. Also werden wir keinen gemeinsamen Film machen, denke ich mir. Es sind einfach nicht genug. Es haben sich eigentlich gar keine gemeldet, dass sie mitmachen wollen im Moment. Ja, dann ist das so. Ist nicht schlimm. Weniger Arbeit für mich. Auch okay. Ja, jetzt drehe ich es mal um. Dann kann ich es besser halten. Ja, das kommt, weil ich sehr viel Pappe habe. Ich würde mir das erleichtern, wenn ich nur etwas dünnere Pappe nehme, aber ich habe ja doppelt genommen. Und das hat den einzigen Grund, ich habe es ganz gerne, wenn die Bücher wirklich stabil sind. Ja, ich habe auch schon andere gemacht. Sicher, wenn die dann fertig sind, aber dann ist das auch gut. Aber ich arbeite nicht so furchtbar gerne so. Ich will mal gucken, ich hoffe, ich habe alle Löcher... Hier, das sieht mir nicht so dick aus. Doch, doch. Ups. Ja, also hier sind die Löcher durchgestochen. Dann gehen wir jetzt mal munter ans Werk und holen uns mal unser Steckerbuch hoch. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ah, da liegt die Heatgun drauf. Stecherbuch hier hin. Bleistift, bitteschön. Hätte ich denn nicht mal irgendwo jetzt einen Anspitzer? Doch, habe ich. Einen Moment. Ich habe einen Anspitzer und den hole ich auch kurz. Einen Moment. Genau, da. Ich habe nämlich jetzt hier oben liegen. Ja, ich muss jetzt, das brauche ich jetzt im Moment noch nicht. Das kann ich noch auf der Seite liegen lassen. Markierung oben ist immer wichtig, dass man sich dran schreibt und dass man, bevor man anfängt, guckt, ob die Bücher richtig rumliegen, ne? So als Tipp nochmal, so als kleinen Hinweis nochmal, dass man sagt, okay. Und dann markieren wir uns halt kurz die Stellen, wo wir durchstechen müssen. Und wenn wir jetzt mit 5 Löchern arbeiten, erwischen wir alle Papiere 100%ig.
So, jetzt holen wir uns das Stecherbuch. Also ich mache das immer so. Andere haben andere Möglichkeiten gefunden. Also ich finde das so. Und das mache ich im Stehen. Jetzt muss ich mich kurz hinstellen, Decke mal auseinanderpulen. Weil das einfach... ich hänge fest. So, ich tue immer noch dieses Ding drunter, weil da... Achso, jetzt brauche ich die Brille, weil von hier bis zum Tisch kann ich nicht gucken. Ja, meine Augen, die sind nicht mehr so, wie sie... Das ist immer so eine Sache. So, einmal. Zweimal. Ja, die... Dreimal. Fünf Löcher ist ein bisschen mehr Arbeit, aber es ist für so eine Sache vielleicht ganz gut, wenn man so verschiedene Größen drin hat. So, und jetzt stechen wir... Nein, ich habe noch nicht alles. Kann nicht zählen. Ich wollte gerade sagen, das sieht jetzt komisch aus. Na, ist schon alles gut. Hier, das letzte Loch kommt noch. Ein Problem. Jetzt stechen wir es nochmal komplett durch. Das erweitern wir nur, dann geht es etwas einfacher. Seht ihr, meine Aale ist ziemlich dick. Und ich werde nochmal die Augen aufhalten, ob ich mal eine dünnere kriege. Aber kein Problem. So. 1, 2, 3, 4, 5. Signature 1. Da sieht man so gut die Löcher. Mach die anderen eben fertig. Und dann seid ihr wieder dabei. So, ich muss zugeben, das ist jetzt der dritte Versuch. Und wenn dieser Versuch jetzt auch nicht gelingt, dann gebe ich auf. Ich habe versucht, mit dem dünnen Garn zu nähen. Das ist mir nicht gelungen in der Kälte. Ich kann den Faden nicht finden. Ich kann ihn nicht halten. Ich habe kein Gefühl mehr in meinen Fingern. Es ist wirklich kalt. Und es hat absolut nicht geklappt. Das war eine Katastrophe. Jetzt nehme ich mein geliebtes Bäckergarn, was einfach dicker ist, und wachse es mir. Das ist ganz einfach, indem man einfach so ein Teelicht oder eine andere Kerze, irgendwas mit Wachs nimmt und den Faden da ein-, zweimal durchzieht. Und muss man nicht machen. Ist nur, kann man machen, muss man nicht machen. So, ne? Also jetzt versuchen wir es nochmal so. Wenn es jetzt so auch nicht klappt, dann gebe ich auf. So, die Kerze tun. Das ist also das Garn. Das kann ich schon wieder wegräumen. Jetzt muss ich natürlich eine große Nadel nehmen. Sonst, mal gucken, kriegen wir es durch. Ja, der ist so ein bisschen aufgesplittert. Das geht schon ganz gut. Es geht. So. Jetzt werden wir es nochmal galaro versuchen. Also beim Einnähen ist ein bisschen eine Glückssache. Wir haben jetzt eine dickere Nadel. Ich hatte vorher, wie gesagt, mit dem dünnen arbeiten wollen. Jetzt müssen wir die ganzen Löcher leider nochmal etwas größer stechen, damit wir da mit der Nadel durchkommen. Aber das sind die Schwierigkeiten, die passieren können. Da muss man versuchen, nicht sofort alles an die Wand zu hauen, wenn es irgendwie geht, sondern durchzuhalten. Ja, es ist ein bisschen nervig manchmal, wenn es nicht sofort klappt, ne? Kennt ihr ja selber. Aber wir wollen jetzt nicht aufgeben. Ja, ich steche nochmal alle Löcher größer in der Hoffnung, dass ich gut mit der dicken Nadel durchkomme und mit dem dicken Faden. Ja, ich wollte so elegant mit dem dünnen Faden nähen. Ich werde das natürlich jetzt rausschneiden. Hat nicht geklappt. Es rutschte dann A durch, B konnte ich es überhaupt nicht greifen, konnte es nicht stramm ziehen. Es war eine Katastrophe. So, das Album liegt richtig herum. Wir kontrollieren lieber alles doppelt. Ist das richtig herum? Ja, das liegt alles richtig herum. Wir fangen an. Wir haben, wie gesagt, die fünf Löcher. Ich nehme das mittlere zuerst. Ah, warte mal, hier werde ich auch ein bisschen mehr machen. Dann ist das etwas einfacher, wenn ich, weil das ist wirklich eine dicke Wollnadel, die ich jetzt benutze. Das sieht man hinterher nicht so doll. Also das, naja, okay. Das seht ihr, muss mich schon quälen, dass ich durchkomme. So, dann nehmen wir die erste Reihe, bis das Album lag ja richtig herum. Stechen einmal durch. Seht ihr, die Löcher sind noch nicht groß genug. Die Nadel ist so wahnsinnig groß. Ja, das sind halt die Probleme, die man oft mal hat. Ich wollte eine andere Nadel nehmen, wollte es elegant machen. Nein, hat keine Chance mit elegant bei mir. Bei mir sieht alles aus wie, weiß ich nicht, wie auf der Baustelle. So, mittlere Loch, untere Loch zurück.
kommt schwer durch. Das ist wirklich eine sehr, sehr dicke Nadel. Ich habe aber die Mittel, die dazwischen, die Größe, die habe ich nicht mehr. Die habe ich vertüdelt. Ja, gut, wir werden so zurechtkommen. Wir kommen hier wieder raus, wir gehen unten wieder rein. Ich versuche es wirklich jetzt gut zu zeigen. Gehen in das untere Loch rein. Durch den Buchrücken, falls es uns gelingt. Ja, es gelingt. Es gelingt. So sieht es jetzt aus. So. Dann gehen wir wieder hier in dieses Loch zurück. Warte mal, schaffen wir das? Das ist schwierig, weil das ist wirklich eine furchtbar dicke Nadel. Doch, wir schaffen es irgendwie. Sonst müssen wir eine Zange holen. Gehen hier auch wieder in das Buch zurück. Kommen wir richtig raus? Nein, da sind wir. Kommen wieder raus. So, jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Okay, hier. Dumm. Ich lege es nochmal so rum. Einen Moment, Nadel nochmal richtig an den Start nehmen. So, und machen jetzt nicht hier, sondern machen einen großen Stich. Ich mache das gerne so. Ich habe festgestellt, für mich funktioniert das dann besser mit dem Zusammenknoten. Aber auch da, jeder, wie er das am besten hinkriegt. Und hier das zum Schluss gehen wir nochmal hier oben rein. Von hinten. Moment, da müssen wir sehen, dass wir den Faden. Und gehen in das Buch. Na, haben wir die Mitte? Da haben wir die Mitte. Ja, das ist eine furchtbar dicke Nadel, dieses hier. So. Einen Moment, da ist der Faden, der hängt. Hier oben sind wir. Gehen hier wieder zurück. Moment. Auch jetzt schwierig zu greifen, weil kalte Finger. Gehen natürlich durch den Buchrücken auch zurück. Wir haben es hoffentlich bald geschafft hier, das Elend. Haben das so aussehen, gehen in die Mitte wieder rein. Ich steche erst immer so, weil das ist für mich gerade einfacher, weil man sich so durchquälen muss. Und gehen zurück ins Buch. So, da muss ich jetzt eben gucken, dass ich da auch reinkomme. Moment, ich muss das Buch mal eben rübernehmen, damit ich gucken kann. Nee, ich habe es noch nicht erwischt. Einen Moment. Tja, ich habe schon so stramm gezogen. Das ist mein Problem. Der Winkel stimmt nicht mehr. Also heute habe ich absolut... Es gibt ja so Tage, da klappt es nicht. Also ich gebe es zu, heute ist so ein Tag, da klappt es nicht so gut, leider Gottes. Ich bin so kalt, ich bin so müde. Jetzt haben wir es. Ja, fummelig. Es ist ein bisschen fummelig. Gell? Ich kann es nicht ändern. Wir gehen hier wieder rein. Mit viel Mühe. So. Seht ihr, ich kann kaum greifen. Soll keine Entschuldigung sein. Es ist halt so, wenn man dumm ist, ist man dumm. Kann man nicht ändern. So. Jetzt können wir auch endlich die Nadel rauslegen und legen die uns nach oben, damit wir die nicht noch vertüddeln und kontrollieren, bevor wir binden. Aber ob die Bindung überall... hier hat sie noch nicht genug Spannung. Wir können noch etwas Spannung gebrauchen hier. Warte mal, welcher Faden gehört zu was? Mal eben noch mal schauen. Da. Moment, ich ziehe noch mal alles. Also das mache ich immer gerne mehrfach. Und dann muss dieser mittlere Faden in der Mitte liegen und dann erst darf man knoten. Ja, okay. Auf allen Sachen ist Spannung. Dann machen wir Knötkes rein. Ja, es war heute eine schwere Geburt, das muss ich zugeben. Aber es gibt so Tage, da fluppt es halt nicht, ne? Kann man nicht ändern. Na, muss man sich nicht drüber aufregen. Entweder man legt es dann erstmal außer Hand, ne? Haut den Kopf vielleicht 5-mal vor die Wand, dann geht es vielleicht wieder. Ich weiß es. So, das ist vorne. Wir schlagen vorne auf. Das ist die erste Signature. Ja, wir haben es richtig rum reingenäht. So, Gott sei Dank, das hat ja schon mal geklappt. Das war jetzt wirklich eine Geburt, das sage ich euch. Mein Gott. Naja, wenn man das so ein bisschen außer Richtung haben will, kann man das ja nochmal mit einer Klammer festmachen. Ich nähe jetzt dann den zweiten ein. Gleiche Problem.
Die Löcher muss ich noch erweitern und wir gucken natürlich, ob wir es richtig rum haben, weil ich habe ja hier ein Foto, daran kann man es gut sehen. Das ist jetzt der nächste Streich und ich denke, das mache ich jetzt ohne Kamera, weil dann kann ich das Buch näher zu mir holen, dann brauche ich nicht so darauf achten, dass es in der Kamera so deutlich zu sehen ist. Ne? Man kann sich das ja merken, in der Mitte rein, dann nähe ich nach unten durch, dann nähe ich zurück, dann mache ich in der Mitte innen einen großen Stich, nähe rum, dudum, dudum und komme dann in der Mitte im Endeffekt wieder raus. So, das ist der ganze Ablauf. So, ich werde die anderen jetzt kurz einnähen und dann zeige ich es euch nochmal. Okay, ich habe es jetzt eingenäht, zeige es euch gerade. Das sind die dicken Fäden. Das ist natürlich mit den dünnen Fäden etwas eleganter. Aber ich habe es heute ums Verrecken nicht hingekommen und dann ist das gut so, wie es ist. Das muss ich dann so ein bisschen ausliegen. Also das Buch an sich kann flach liegen. Das ist jetzt noch ein bisschen stackig, aber ich denke, das legt sich hinterher noch, wenn wir mal einmal alle Seiten richtig umgeknickt haben. Seht ihr, das kommt alles noch, ne? Okay. Also, das ist drin. So sieht es dann jetzt von oben aus, so sieht es von unten aus, ist alles gut. Ich habe hier noch Borden reingeklebt, wollte ich früher noch sagen, habe ich ganz vergessen zu erklären, weil die Kanten so unterschiedlich waren und das hat mir nicht so gut gefallen. Das war der einzige Grund. So, jetzt habe ich mir hier ein neues Stückchen Stoff, also nächstes Stückchen Stoff genommen und werde das jetzt hier so draufkleben. Das heißt also, ich muss jetzt erstmal hier... Können wir das mal flach hinlegen? Ja, können wir. Fabri-Tac holen. Und dann gucken wir mal. Das ist wieder oben. Also ich lege es jetzt erstmal so hin, dass ich ein bisschen sehe, wie breit das ist. Ihr seht, ich habe mir ein neues Stück Stoff geholt. Das andere war mir dann doch zu schmal, weil man muss ja auch ein bisschen Spielraum haben, um... das jetzt gleichmäßig? Ich muss mal wirklich schauen. Nicht wirklich. Das können wir noch mal wegmachen, diese Markierung. Gehen wir ein bisschen. Ich markiere mir das. Es ist für mich einfacher, wenn ich da so einen kleinen Anhaltspunkt habe. Denn wenn man dann gleich klebt, muss es ja auch zügig gehen. So, jetzt krempel ich mir vorher ganz kurz eben die Ärmel auf, sonst werde ich bescheuert. So, und jetzt wird das alles in einen Schlag gleich geklebt. Erstmal Fabri-Tac drauf. Darf man nicht zu sparsam mit umgehen. Man muss schon ordentlich haben, damit es auch hält. Man könnte natürlich jetzt auch hier einen doppelseitigen Klebestreifen drauf machen. Hatte ich jetzt überhaupt, ehrlich gesagt, im Moment gar nicht dran gedacht. Wäre vielleicht die elegantere Lösung gewesen. Ich muss mal hier so einen Bolper abmachen. Habe ich irgendein Papier, wo ich es mal eben ganz kurz... Einen Moment, das geht sofort. Ja, hier in diese... sage mal, in diese Nut, in diese Falz oder wie auch Nut, würde ich eher sagen, auch einen ordentlichen Schuss. Und dann natürlich die ganze Pappe hier. Man kann natürlich auch einen zusätzlichen auf die Löcher geben. Einen Tropfen. Ja, also ich bemühe mich jetzt, dass ich jetzt überall ordentlich Fabri-Tac drauf bekomme. Da nehme ich auch Fabri-Tac, weil ich könnte vielleicht auch mit Tacky-Glue, aber das ist mir zu nass. Ich will nicht wieder, dass das Ganze stundenlang trocknen muss. Und mit Fabri-Tac geht das also ruckzuck. Jetzt müssen wir nämlich schnell arbeiten. Seht ihr? Das fängt schon an einzutrocknen. Da muss man sehen, dass man möglichst... Ich kann so... Doch, ich hoffe, ich habe es jetzt überall gleichmäßig. Okay, wie rum gehört der Stoff? So rum, so... Oh, ich weiß es nicht. So rum. Jetzt muss ich mich hinstellen, damit ich es besser sehen kann. So, da. Und habe ich es jetzt richtig? Ich hoffe, dass ich es jetzt einigermaßen richtig habe. Jetzt kann man noch so ein bisschen nachrucken. Es geht noch. Wir machen das Buch jetzt zu, damit wir auch überall... Wir müssen aufpassen, das Fabri-Tac, das trocknet sehr, sehr schnell an. Notfalls müssen wir gleich hier, seht ihr, da müssen wir nochmal dran.
Jetzt müssen wir erstmal den Buchrücken fertig haben. Okay, da sehen wir schon, dass es nicht ganz so doll geklebt hat. Das nehmen wir nochmal hoch. Das ist nicht genug. Ist nicht genug, ist nicht genug, ist nicht genug. Da gehen wir nochmal rein. Ja, vielleicht wäre es wirklich günstiger gewesen. Ich hätte da das Klebeband nochmal genommen und nur die Seiten mit Fabri-Tac, die Ränder. Ja, weil vielleicht wäre es besser gewesen. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich gesagt. Es verhält sich auch immer wieder so ein bisschen anders, wenn man was macht. Aber wir kriegen das schon hin. Das wird schon halten. So, jetzt gucken wir nochmal auf der Rückseite. Da sieht es besser aus. Definitiv sieht es da besser aus. So, warum es jetzt hier nicht so schön aussieht, weiß ich nicht. Ja, wir haben jetzt hier oben unsere kleine Puschelkante. Ich finde das sehr schön. Ich gehe hier nochmal überall so ordentlich dahin, dass es wirklich hält. Und das muss jetzt auch noch trocknen. Ne? Das ist jetzt auch noch alles nass. Und dann sieht das bestimmt auch noch mal viel besser aus, wenn es dann wirklich getrocknet ist. Wartet mal, die Schere, habe ich die schon weggelegt? Wo habe ich den kleinen Pömpel gelassen hier, diesen hier? Ist der runtergefallen? Uiuiui, das schaffe ich immer. Arbeite immer wie so eine Irre vor mich hin und dann ist der ganze Mist kaputtig. Warte mal, ist das die Mitte? Nein, kann den noch mal so mittig auflegen, dann kann ich besser schneiden. Ich schneide das mal eben ab. Ich hoffe, ich kriege es einigermaßen gerade hin. Ui, ah, ist immer so ein bisschen fummelig, gell? Naja, wenn es natürlich ganz gerade ist, ist nicht schlimm. Das kriegen wir alles noch. Das kommt noch alles hinterher hin. Hier können wir auch ein bisschen ausfranseln noch. Ja, dann sieht das schon ein bisschen besser aus. Hier ist schräg, hier ist schief, sehe ich schon. Nicht mit dem Fadenverlauf geschnitten, das sieht man aber auch manchmal wirklich schwer. Ach, das kommt noch. Das kommt alles noch. Das lassen wir jetzt mal trocknen. Moment. Ach, ich finde den kleinen Pömpel wieder nicht. Habe ich den hingeworfen? Ich gucke mal gerade, ob ich ihn sehe. Also das ist ja immer die Pest, wenn ich die Dinger verliere. Ich weiß, ich hab irgendwo einen Link dafür, wo man sie neu kriegt, aber da ist er. Kriege ich immer zu viel, wenn ich was verliere, möchte ich nicht gerne. So, ich finde das immer ganz lustig, wenn man das so macht. Es ist jetzt Geschmackssache, ja. Wenn jetzt noch diese Fäden hier stören, also ich finde das immer schön, wenn da so eine kleine, hier wisst ihr, so ein bisschen zuppelig. Müssen wir nur gucken, dass wir das nicht ein... dass wir das nicht mit einkleben hier. Ja, es ist okay. Ich mag das eigentlich ganz gern, wenn das so ein bisschen puschelig ist, so ein bisschen weich. Ne? Mache ich ganz gern leiden. Ja, also wen das jetzt sehr stört, der klebt einfach eine Borte drüber noch, ne? Eine breite Borte. Ich lasse das jetzt mal trocknen. Gut angedrückt habe ich es eigentlich überall. Es müsste ohne Probleme jetzt funktionieren. So, das war dieser Teil. Wir haben den Buchrücken fertig. Wir haben eingenäht fertig. Es ist alles drin. Es ist alles schön. Die Fäden habe ich noch lang gelassen, weil ich noch nicht weiß. Könnte sein, dass ich vielleicht noch so ein kleines Zeug dranhänge. Ich habe ja so viele kleine Anhänger auch. Die kann man ja auch mal benutzen, ne? Bin mir noch nicht sicher, ob ich hier irgendwelche Taschen hinmache. Könnte sein, dass da noch was hinkommt. Eigentlich habe ich gedacht, diesmal vielleicht nicht, weil das so schön aussieht. Aber ich weiß es noch nicht. Ne? Ich bin noch nicht so. So. Also so sieht es jetzt von oben aus. Könnt ihr das sehen? Ja, relativ von unten. Wir haben viel Platz. Aber ich will euch das gerne schon mal vielleicht zeigen. Was ich mir rausgesucht habe, das wäre dann der nächste Schritt, dass wir anfangen zu dekorieren. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich hiermit vorhatte. Das habe ich gestern aufgeschnitten. Ganz ehrlich, was hatte ich damit vor? Ich mache Fenster und klebe die komplett zu. Aber ist ja kein Problem. Ich habe sie jetzt alle aufgeschnitten. Die können wir nehmen zum Einkleben, reinschieben und hinter- oder nebenschieben. Ne? Dann hatten wir diese Dinger gemacht. Die werden wir auf jeden Fall verwenden. Haben wir Gott sei Dank 3 Stück auch von. Ja, da haben wir dann, können wir dann hier so Text reinschieben.
Dann haben wir diese großen Seiten gemacht. Da können wir auch Text reinschieben. So, und da können wir dahinter was reinschieben. Ne? Da haben wir 3 Stück von. Dann habe ich diese schlanken Umschläge. Gott sei Dank auch noch 3. Da können wir auf jeden Fall die oben so an die Seite mitheften. So, wie es gedacht ist. Haben wir auch 3 von. Dann habe ich, wartet mal, ich lese mal so auf einen Haufen. Dann habe ich jetzt hier schon so ein paar Text, die ich schon noch fertig hatte, rausgenommen. Das sind die, die wir gemacht hatten vor kurzem. Ne? Diese hier haben wir auch. Die hatte ich auch vor einiger Zeit gemacht. Kann man ja farblich noch etwas abdämpfen. Das lässt sich ja alles noch machen. Das sind die großen, die wir gestern noch gemacht haben. Ne? Da muss ich noch Taschen für machen. Die mache ich vielleicht aus Buchseiten. Dann habe ich mir schon rausgelegt, das will ich euch auch gerne zeigen, 3 wunderschöne Blumenbilder von Sulla mit Wölfin kommen rein. 3 Seiten von Edith Holden. Die werde ich möglichst aber zum Ausklappen machen, weil beide Seiten sehr, sehr schön sind. Ne? Und dann habe ich noch, Sekunde. Dann habe ich aus einem Buch diese mit den Bäumen. Finde ich sehr, sehr schön. Ich liebe diese Bäume. Und zum Schluss, das ist aber noch nicht alles, das sind Bilder, alte Bilder von 79 und so 70er Jahre rum von Irene Müller, der Malerin. Sehr schöne, ruhige Bilder. Das sind die, die ich bis jetzt rausgenommen habe. Die kommen auf jeden Fall rein. Dann habe ich noch hier dieses Papier, wartet mal, zum Verzieren. Das sind ja diese Stücke, die wir noch haben. Die sortieren wir mal kurz zusammen. Seht ihr, da können wir, einen Moment, das stimmt so nicht. Da können wir vielleicht noch was mitmachen. So, da werden wir hundertprozentig was mitmachen. Das wären zum Beispiel schon geeignet für große Taschen. Müssen wir mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ja, das war der Film am Sonntag. Ich werde jetzt hoffentlich als nächstes, das lasse ich jetzt erstmal liegen und räume das etwas zusammen. Es ist ja schon alles ziemlich ordentlich zusammengelegt. Ich mag das gerne, wenn das so Fransen hat. Das muss man aber nicht, das ist Geschmackssache. Ne? Die meisten machen das anders. Das habe ich mir, ich weiß nicht warum, habe ich mir irgendwann so angewöhnt. Und dann gefiel mir das gut und habe das bei vielen, vielen meiner Bücher habe ich das so gemacht. Könnte sein, dass ich, wenn es einen hier jetzt stört, mich würde es jetzt nicht stören, aber man kann hier eine breite Borte drüber kleben, ne? Wer noch Borten hat. Ne? Also das Buch ist bis jetzt schon sehr schön und es liegt flach. Die Seiten muss man noch so ein bisschen aufbiegen, aber das ist durch die dickere Naht. Wenn das jetzt mit dem dünnen Faden genäht wäre, würde das noch besser liegen. Das ist logisch, ne? Leuchtet ein. Die Umschläge habe ich nur da beklebt, wo Schrift war. Guck mal, hier muss ich nochmal nachkleben. Sehe ich gerade. Wollen wir das mal eben machen? Wenn man es nicht sofort macht, ist es meistens aus dem Kopf raus. Ne? Wisst ihr ja, wie es ist. Vielleicht wollte ich hier was drauf stempeln oder stenzeln auf dem Weißen. Wollen wir mal gucken, wo haben wir den Rest von dem Umschlag? Einen Moment, den will ich euch auch... Das ist der weiße Umschlag, da war viel Schrift. Da ist dieses farbige Papier aus der Daphne. Und hier habe ich jetzt noch ein Fenster. Ich habe gedacht, dass ich hier vielleicht etwas stenzeln werde. Ist nicht ganz so praktisch, wenn es jetzt im Buch ist, aber irgendwie hatte ich jetzt gestern Abend einfach keine Lust mehr und wollte auch mal irgendwann fertig werden. Und dann muss da irgendwas rein. Hier könnten zum Beispiel so eine Art Text rein, diese Größe. Warte mal. Ich habe es nicht gut in der Hand, dann passend tut es. Ja, passend tut es. Dass man hier diese großen Texte zum Beispiel reinschieben könnte, ne? Mit Bildern drauf oder so. Ne? Das wäre dann 3. Und ich hatte noch einen Umschlag, das war dieser hier. Den habe ich einfach so gelassen, habe das schöne Briefpapier reingegeben. Und nur da, wo Schrift gewesen wäre, habe ich wieder zugeklebt. Genau wie hier, seht ihr? So, das ist eigentlich der ganze Trick hier bei diesen Umschlägen. Da ist auch... wo Schrift war, was draufgekommen. So, ihr werdet das noch sehen. Die Dekoration machen wir vielleicht, wenn ihr Lust habt, zusammen. Vielleicht gar nicht alles, aber einen großen Teil. Ich suche noch mal ein paar andere Bilder raus, beziehungsweise ich arbeite erstmal das ein, was wir hier haben. Seht ihr mal, das ist schon ganz schön packen. Ne? Wenn man den jetzt hier noch reinlegt, ist das Buch schon richtig voll. Ne? Seht ihr? So, ne? Ja, deswegen, man muss immer ein bisschen Platz einkalkulieren, wenn man noch was reinschieben will, ne, und reinstecken will. Ne?
Ich finde das ganz hübsch. Vor allen Dingen die Rückseite ist mit der Eule so schön. Ja, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Kommt gut in die neue Woche. Passt auf euch auf. Auf Wiederschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart bis zum Ende. Ich danke euch dafür. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ihr habt vielleicht einige Ideen mitnehmen können oder Anregungen. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Auf Wiederschauen.